Optivital Gesundheitsförderung. Schön, seid ihr dabei. Nachdem wir euch in einem anderen Video etwas über Genusstee erzählt haben, möchten wir euch heute über Heiltees und über die Wirkung von Heiltees etwas erzählen. Was wir als erstes anschauen möchten, wäre ein Tee, den man bei Herzbeschwerden einnehmen kann. Ganz bekannt für die Zustände, das ist der Weissdorn. Der Weissdorn ist eine Pflanze, ein Gebüsch eigentlich, ganz ein dorniges Gebüsch. Undurchdringlich. Und durch die Situation, dass das so ein undurchdringliches, dorniges Gestrüpp ist, hat man das früher auch oft gebraucht, für einen Schutzzaun zu machen. Wie jetzt zum Beispiel bei den Höfen hier, bei den Bauernhöfen. Man hat so einen Felder da. Und genauso wie das ein Schutzzaun macht im Physischen, kann so einen Schutzzaun machen um unser Herz. Also der Weissdorn ist auch ganz gut geeignet, für wenn das Herz Schutz braucht. Wenn man zum Beispiel Trost brauchen, wenn wir auf der seelischen Ebene oder auf der Herzebene verstimmt sind, wenn wir unglücklich sind, Liebeskummer haben. Und so ist der Weissdorn der sogenannte Herzheiler. Auf der pharmakologischen Ebene kann man sagen, dass die Substanzen, die in diesem Weissdorn innen sind, die sorgen für eine messbare Förderung von der Durchblutung von der Herzkranzgefäße. Also die Herzkranzgefäße sind die, die der Herzmuskel versorgen mit Energie und mit Nährstoff. Und wenn dort mehr Energie zum Herz fließt, dann kann das Herz leistungsfähiger sein. Das sogenannte Altersherz, das eben so ein bisschen kraftlos ist worden, kann man extrem gut stimulieren mit Weissdorn-Tee. Man kann die Leistungsfähigkeit, wenn die reduziert ist, wieder aufbauen und kann das eben kurmässig nehmen bei einer ganz grossen Vielzahl an Herzbeschwerden. Jede Pflanze hat auch verschiedene Namen im Volksmund bekommen und passenderweise heisst der Weissdorn manchmal schon Heckendorn oder Zaundorn, weil man eben aus Hecken oder so aus Zaun, aus Abgrenzung hat gebraucht für den Schutz, um seinen Hof aufzubauen. Dann wollen wir doch jetzt miteinander so einen Weissdorn-Tee machen. Wir haben hier Blüten und Blätter gemischt. Wir nehmen hier davon so eine gute, tolle Brise. Reicht füglich für das Krügli. Wir gießen es mit 50 bis 60 gradigem Wasser aufgießen und lassen die Kräutchen 3 bis 5 Minuten wirken. Der nächste Tee, den wir anschauen wollen, ist das 1000-Gülden-Kraut. Das 1000-Gülden-Kraut hat schon einen komischen Namen. Und zwar gibt es dazu eine Legende, warum es zu diesem Namen ist gekommen. Und nach dieser Legende ist einmal ein reicher Mann durchs Land gezogen, der schon sehr eine lange Zeit immer über Fieber oder unter Fieber hat gelitten. Und er hat dem, der ein Heilkraut findet gegen seine dauernden Fieberschübe, 1000 Gulden versprochen. Und das Kraut hat ihn angeblich von seinen Leiden befreit und hat nicht nur Empfinder oder Überbringer von diesem Heilkraut die 1000 Gulden beschert, sondern auch gerade dem Kraut den Namen gegeben. Das 1000-Gülden-Kraut, das ist ganz extrem bitter. Und Bitterstoffe haben die Eigenschaft, dass sie im Körper die Verdauungssäfte anregen. Also sie die Drüsen, die Verdauungssäfte produzieren, zum Beispiel die Leber, die Gallen produziert, Bauchspeicheldrüsen, Magensaftproduktion, die sie anregen, sie dazu führen, dass mehr von diesen Verdauungssäften abgesondert werden. Und das ist ganz besonders hilfreich, eben, wenn man unter Verdauungsbeschwerden
leiden. Das ist ja schon sehr lange bekannt und man hat früher doch die Gewohnheit gehabt, dass man vor dem Essen, vor allem vor einem üppigen Essen, so am Wochenende, ein Aperitif hat genommen. Das ist ein alkoholisches Getränk, wo bittere Inhaltsstoffe drin sind, also wo Kräuter drin sind, Artischocke oder eben Tausendgüldenkraut oder Enzian oder was auch immer, Wermut, wo durch das eben, bevor man fährt, einfach essen, der Körper schon darauf vorbereiten, auf die Verdauung, die nachher gefordert ist. So gesehen tut das Tausendgüldenkraut auch all denen helfen, die eben Verdauungsstörungen haben, die Appetitmangel haben. Appetitmangel kommt immer daher, dass der Körper überfordert ist, wenn wir etwas haben gegessen, die Stoffe können aufzunehmen. Darum haben wir irgendwann mal gar keinen Appetit mehr. Es hilft Leuten eben mit Verdauungsstörungen, es hilft auch gegen Bleigen. Und Bleigen hat man immer dann, wenn der Körper die Stoffe nicht verdauen kann, dann vergären sie im Darm. Und wenn sie vergären, gibt es eben viel Gärgas. Und das gibt dann das Aufstossen oder die Bleigen. Also bei all diesen Beschwerden ist das Tausendgüldenkraut etwas vom Besten, was man zu sich nehmen kann. Deborah sagt mir jetzt auch noch etwas dazu, wie man den 1000-Gülden-Kraut-Tee zubereitet. Gut, da wir gehört haben, dass der 1000-Gülden-Kraut-Tee sehr bitter wird sein, nehmen wir hier nur eine ganz, ganz kleine Portion. In ein ganzes Tassli oder in zwei das Krügli. Wir tun genau gleich wie beim Weisstorn. Mit ca. 50 bis 60 gradigem Wasser die Kräutchen anfangen wirken. Den Tee tun wir da ja durch die Verdauung anregen und den Appetit anregen, ca. eine halbe Stunde vor dem Essen einnehmen. Das nächste Heilkraut, das wir gerne anschauen möchten, wäre der Spitzwegerich. Wegerich, das ist so ein germanisches Wort, Richt ist so der Herrscher vom Weg oder der König von den Wegen. Und zwar kommt der Name daher, dass der Wegerich vor allem auf den Wegen vorkommt. Der Spitzwegerich, der kommt eher am Wegesrand vor. Nachher gibt es einen Rundwegerich, der mit auf dem Weg vorkommt. Und die beiden Pflanzen haben so die Eigenschaft, dass man auf sie stehen kann, man kann sie verschaupen und das macht ihr nichts aus. Sie richtet sich wieder auf und ist völlig unbeschadet. Sie hat es sogar zu ihrer Strategie gemacht, für sich auszubreiten auf der Welt. Sie kann sich so festklammern an den Hosen oder an den Schuhen von den Leuten, die durchlaufen und kann sich später nachher an einem neuen Ort wieder loslösen und kann sich dort weiter verbreiten. Wenn man schaut, was der Spitzwegerich für Eigenschaften hat, wo das er helfen kann, dann stellt man lustigerweise fest, dass er bei all diesen Sachen helfen kann, die einem Menschen passieren können, wenn er unterwegs ist. Das heisst, wenn wir unterwegs sind, wir können uns stechen, wir können uns schneiden, eine Schürfwunde, wenn wir umfallen, Insekten stechen oder plattern, vom Laufen, von den Schuhen, die ripsen. Bei all diesen Beschwerden gibt es immer eine Pflanze, die die ganze Zeit hier am Wegesrand bereitsteht, die uns dann helfen kann. Und zwar können wir ganz einfach ein Blatt nehmen von diesem Spitzwegerich. Wir können das quetschen. Und wenn man das quetscht, dann kommt so ein Tröpfchen Flüssigkeit raus. Und die Flüssigkeit, die können wir in die Wunde tröpfeln oder wir können es auf einen Insektenstich tröpfeln, wenn der beißt oder brennt, und stelle ganz schnell fest, dass die heilende Wirkung von diesem Spitzwegerich einsetzt. Eine zweite Wirkung, die der Spitzwegerich hat, in diesem Blatt sind viele Schleimstoffe drin. Und Schleimstoffe, die sind gut für unsere Schleimhäute zu befeuchten oder für unsere Schleimhäute gesund zu behalten. Das heisst, bei Atemwegsinfektionen, bei Verkältungen, trockenem Husten, Asthma, ist der Spitzwegerich-Tee etwas vom Besten, das ihr zu euch nehmen könnt. Und auch hier gehört ihr
von der Deborah jetzt, auf was man muss achten bei der Zubereitung von diesem Tee. Ich habe hier jetzt schon Spitzwegerich wirken in kaltem Wasser. Die Schleimstoffe werden nur gelöst, wenn wir das in kaltem Wasser ca. 5 bis 6 Stunden die Kräutchen wirken. Das würde eben heissen, dass wir für einen trockenen Husten, für einen trockenen Hals, den Spitzwegerich so kalt aufgossen extrem wirkungsvoll wäre. Wenn ihr aber das Gefühl habt, der kalte Tee sei jetzt in diesem Moment nicht so angenehm oder ein kalter Aufguss, dann tut ihr den ganz leicht noch ein bisschen wärmen und dann ist er sehr, sehr aberrutschig und ist sehr fein zum Nehmen. So. Handkehrum kann man aber genau gleich wie bei den anderen Tees einen heissen Tee machen. Das heisst, auch wieder die Kräutchen in 50 bis 60 grädigem Wasser in geringer Dosierung einen Teeguss machen, den ihr nachher trinken könnt, der ganz fest bei so Verschleimungen, bei so Schleim, der unter in den Bronchien hockt, wirkungsvoll ist, für dass es eben gut rausgelöst werden kann. Also der Spitzwegerich kann einerseits für bei trockenem Hals und trockener Lunge und trocken was doch auch immer alles eingesetzt werden, mit einem Kaltauszug oder eben in heißer Form für den Schleim zu lösen, der in der Lunge unterhöckelt. Als letztes würden wir heute noch Brennnesseln anschauen. Brennnesseln kennt ihr sicher alle. Haben sicher alle schon mal Bekanntschaft gemacht mit den Brennhaaren von der Brennnesseln. Die Brennhaare deuten schon darauf her, dass da etwas Aggressives dran ist an dieser Pflanze. Man gibt auch so Zuordnungen zu verschiedenen Urenergien. Und die Brennnessel, die hat dort so Zuordnung zum Mars, zum roten Planet. Der rote Planet, der auch zum grossen Teil aus Eisen besteht, darum ist er rot. Und auch die Knospen von der Brennnessel hat auch so die rostrote Farbe, die darauf hindeutet, dass in dieser Pflanze viel Eisen drin ist. Und weil viel Eisen drin ist, ist das vor allem eine Pflanze, die gut ist für unser Blut. Der Körper braucht Eisen, um Blut herzustellen. Das heisst, wenn wir anämisch sind, wenn wir zu wenig Blut haben, ist Brennnessel die beste Pflanze, die wir zu uns nehmen können. Zum Beispiel in Form von Tee. Eine Brennnesselpflanze hat so die Eigenschaft, dass sie ein sogenannter Kulturfolger ist, sagt man dem. Das heisst, die Pflanze findet man überall dort, wo Menschen sind. Sie breitet sich dort aus, wo der Köder bleibt liegen, wo Abfallstoffe sind. Sie kommt hier bevorzugt zum Beispiel dort, wo Tiere oder manchmal auch Menschen herbeiseln. Und so gesehen hat es auch den Bezug zum Urin, den man sieht. Man hat dort Blätter, wenn man die schmeckt, hat die so kleine dezenten Duft nach Urin. Und das kommt nicht daher, dass man es an einem falschen Ort hat zusammengelesen, sondern auch wenn man einen ganz sauberen Ort die nimmt, hat sie diesen Duft. Die Brennnessel hat die Eigenschaft, Umweltgift können zu eliminieren. Es gibt so ein Sprichwort, das heisst, dass Brennnessel auf jedem Mist wächst und auch in der Lage ist, jeden Mist aus dem Körper des Menschen auszuscheiden. Und genau das ist der Hauptzweck oder die Hauptverwendung der Brennnessel, dass wir nämlich dort, wo wir Giftstoffe in uns haben, mit den Brennnesseln die Gift loswerden können. Das trifft insbesondere zu für einen ganz rheumatischen Formenkreis. Das tun wir an einem anderen Ort erklären, warum das Rheuma etwas mit Umweltgift zu tun hat. Hier bleiben wir mal bei dem, wenn der Rheuma hat, ist ein Brennnesseltee etwas vom Besten, was ihr für euch machen könnt. Auch hier gehört ihr noch, wie man so einen Tee auf die richtige Art und Weise zubereiten. Bei den Brennnesseln ist es genau gleich wie mit den anderen Kräutchen auch. Jetzt haben wir anfangs durch das Bandenweg gehört, dass wir sehr, sehr wenig Kräutchen brauchen. Auch hier ist es so ein knappes Kaffeelöffel auf ein Tasschen, auf das Krügli zu. Wieder mit 50 bis 60 grädigem Wasser aufgießen. Circa 3 bis 5 Minuten wirken. Und was ganz, ganz cool ist, da wir vorhin gerade schon gehört haben,
dass es bei Gicht oder bei so Schlackenstoffen ausscheiden, ganz, ganz ein cooler Tee ist. Wenn man den auf die Nacht nimmt, weil er durch das recht gezielte und lange Wirkungsmöglichkeit hat, da wir im Schlafen sonst alles so ein bisschen runtergefahren haben und vor allem dann der Körper die Möglichkeit hat, die ganzen Sachen rauszuschaffen und zu lösen, aufzulösen. Jetzt haben wir hier die ganzen Tees vor uns, wo wir etwas darüber berichtet haben. Dann nimmst du mich wunder, welchen du jetzt gerade wettest und welchen du am nötigsten hättest. Ich glaube, ich nehme gerade von jedem ein Tasschen voll. Oh, da haben wir aber einen Haufen zu tun, Bootstausend. Da müssen wir dahinter mit trinken. In diesem Sinn, schön, seid ihr dabei gewesen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir ein Video bringen über irgendein anderes Gesundheitsthema. Und natürlich, wenn ihr etwas unsicher seid oder wenn ihr bezüglich Heiltee Fragen habt, sind wir jederzeit gerne für euch da.